Bedeutet ein stärkerer Euro, dass die Inflation jetzt in sich zusammenbricht? Meine Meinung und Einschätzung dazu jetzt in den nächsten Minuten und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Hermann Köckermann und bevor wir durchstarten, empfehle ich dir, den Kanal direkt zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich neue, interessante und spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Tja, Inflation kann von vielen Seiten genährt werden. In erster Linie natürlich, wenn es ein Ungleichgewicht gibt zwischen Warenangebot und Geldmenge, aber auch Energiepreise können die Inflation stark antreiben. Das haben wir jetzt alles gesehen in den letzten Monaten. Und natürlich auch eine schwache Währung. Das ist nochmal so ein Stein, der die Inflation anschieben kann, insbesondere wenn man nicht über eigene Rohstoffe verfügt, so wie in der Eurozone Deutschland zum Beispiel. Wir haben kein eigenes Öl oder Gas, was wir in Unmengen fördern können. All das müssen wir einkaufen und wenn eine Währung, also der Euro, schwach ist, dann müssen wir viel mehr Geld ausgeben, um eben diese Rohstoffe zu beziehen und das treibt nochmal zusätzlich die Inflation an. Interessant ist allerdings, dass der Euro momentan deutlich an Wert dazu gewinnt. Also zur Inflation oder dass die Inflation in sich zusammenbricht, da gehören noch mehrere Komponenten dazu. Aber der starke Euro, der könnte uns jetzt momentan erstmal ein bisschen helfen. Warum ist der Euro stärker geworden? Da gibt es verschiedene Komponenten. Der Euro ist zum einen stärker geworden, weil der US-Dollar schwächer geworden ist. Und der US-Dollar ist schwächer geworden. Und der Tatsache, dass sich die Spekulationen genähert haben, dass der nächste Zinsschritt der US-Notenbank schwächer ausfallen wird. Letzte Woche hat der US-Notenbankchef Powell noch eine Rede gehalten und diese Spekulationen weiter genährt, indem er andeutete, dass die nächsten Zinsschritte kleiner ausfallen könnten, also nicht mehr 0,75%, sondern rund 0,5%. Das schwächt dann den US-Dollar. Das gibt dann anderen Währungen, zum Beispiel wie dem Euro, mehr Auftrieb. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt, ist natürlich auch, dass die Aktienmärkte kräftig anziehen. Auch der deutsche Leitindex, der DAX 40, ist kräftig nach oben gegangen und dann wird auch wieder Kapital konvertiert von US-Dollar in Euro oder auch anderen Währungen in Euro. Das heißt, die Nachfrage nach Euro zieht an und damit zieht dann auch der Kurs an. Wie es charttechnisch momentan aussieht beim Währungspaar Euro-US-Dollar, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an auf der Plattform von Capital.com. Los geht's! Starten wir direkt durch im Wochenchart und bevor wir richtig loslegen, eine Frage an dich. Du siehst, wir haben hier einen dunklen Hintergrund. Alternativ haben wir einen hellen Hintergrund. Frage an dich, was gefällt dir besser? Der helle Hintergrund oder der dunkle Hintergrund? Schreib mir das doch bitte unten in die Kommentare rein. Ja, schauen wir auf den Euro. Dann sehen wir, dass der im Vergleich zum US-Dollar deutlich nachgelassen hat. Das ging schon los hier im Mai letzten Jahres, da konnten wir kein neues Hoch erreichen. Das war zunächst eher so korrektive Art, dass wir nach unten gekommen sind. Aber dann im weiteren Verlauf hier im Oktober letzten Jahres, da haben wir den Aufwärtstrend hier schon gebrochen. Seitdem ging es immer weiter nach unten. Wir sehen es hier, wir sind unter die Parität zum US-Dollar, unter diese wichtige psychologische Marke nach unten durchgerauscht. Und das Problem natürlich bei der Inflation ist natürlich zum ersten, wie wir es vorhin gesprochen haben. Also Geldmenge im Verhältnis zur Warenmenge durch die Lockdowns und Lieferkettenprobleme gab es zu wenig Ware bei zu viel Kapital und Nachfrage. Das hat auf der einen Seite natürlich schon letztes Jahr die Preise leicht angetrieben. Dazu kam dann aber eben auch das Problem der Energiekosten. Die Energiekosten sind deutlich angestiegen. Also Öl hatte sich verteuert, Gas beispielsweise hat sich verteuert. Und wenn man keine eigenen Rohstoffe hat, auch grundsätzlich Rohstoffe einkaufen muss und dazu die Währung auch noch schwach ist, dann ist das eine zusätzliche Komponente, was natürlich dann die Inflation nochmal antreibt. Jetzt sehen wir aber, dass sich das so ein bisschen dreht. Der Euro kommt wieder ein bisschen aus dem Pushen hier. Das heißt, wir ziehen hier wieder nach oben an. Und was wir hier sehen, ist die Kerze von Anfang November, aus der Woche vom 7. November. Hier sehen wir einen ordentlichen Schub nach oben, denn auch die Nachfrage nach einer Währung treibt natürlich dann auch den Kurs einer Währung. Das heißt, auf der einen Seite der Dollar wird ein bisschen schwächer, aber wir haben auch hier Euro-Nachfrage. Und dazu schauen wir auch mal eben rüber. Beispielsweise auf den DAX 40, also den Germany 40. Und auch hier sehen wir diese starke Kerze 7. November hier, diese Woche, da geht es auch stark nach oben. Wir haben vorher schon Erholung gesehen, aber da gibt es nochmal richtig Schub. Das heißt, Investoren, die außerhalb der Eurozone dann hier reinkommen und sagen, oh, kaufen wir. Wir kaufen uns hier im deutschen Aktienmarkt ein. Die wechseln dann ihre Währung in unsere heimische Währung. Und das treibt dann nochmal die Nachfrage, eben die Währungsnachfrage nach dem Euro, was dem Kurs wieder gut getan hat.
Kommen wir zurück zum Euro-US-Dollar. Wir sehen hier, der RSI ist noch nicht überkauft. Das heißt, aus der Perspektive hätten wir noch ein bisschen Luft nach oben. Widerstandsmark haben wir ja hier schon mal eingekreist bei 1,06060 hier im oberen Bereich. Wenn wir hier aber nach oben durchschieben, also einen weiteren Push kriegen, denn der gleitende Durchschnitt hier oben, der 200er, der ist noch eine ganze Ecke entfernt, da können wir hinlaufen, müssen wir nicht hinlaufen, aber schieben wir weiter nach oben durch. Meines Erachtens nach nächstmögliches Widerstandsziel hier leicht über diesem Hoch, und zwar hier in diesem Bereich. Wir haben hier nämlich vormals Unterstützung gefunden, hier bei 1,08155. Unterstützung auf der Unterseite, wir haben sie jetzt hier, wir haben hier Schub reinbekommen in die ganze Geschichte, würde ich hier erstmal beibehalten wollen bei 0,99248. Na, schauen wir rüber im Tageschart. Hier sehen wir nochmal den Abwärtstrend, garniert mit langwierigen Korrekturen. Nach unten hin ging es dann immer wieder recht zügig, dann wieder Korrektur, Korrektur, dann immer wieder recht zackig hier abverkauft. Und jetzt sehen wir, dass wir diesen Abwärtstrend, der sich ja hier ausgebildet hat, na, hier das letzte Tief, hier das Tief, das Hoch dazwischen, das ist dann auch mit Musik nach oben durchschlagen worden. Dann nochmal Korrektur. Und hier sehen wir dann im Nachgang jetzt hier, dass wir Schub reinbekommen haben und einen entsprechenden Aufwärtstrend ausgebildet haben. Momentan sind wir hier in der Bewegung, also Bewegung nach oben, Wermutstropfen, linksseitig im Chart. Wir haben hier immer wieder entsprechend diese Widerstandsmarken. Also beste Option oder präferiertes Szenario wäre für mich jetzt, dass wir weiter mit Schub hier nach oben durchgehen, also weiter Power nach oben kriegen, eben in Richtung dieses Bereichs von 1,08155. Das wäre dann auch der präferierte Widerstand auf der Oberseite, rein trendtechnisch jetzt gesehen. Sollten wir allerdings hier, und der RSI ist ja noch nicht so richtig überkauft, sollten wir hier nach unten wegrutschen, dann wäre der Trendbruch aktuell eigentlich hier unter diesem Tief, aber aufgrund der Tatsache, dass wir hier nur diesen kleinen, diese Umkehrkerze hier nach oben nur kurz hatten, diesen kleinen Peaks nach oben, wäre dieser Bereich, also unter diesem Tief, unter 1,02692, erst da der Aufwärtstrend für mich gebrochen, also dass wir hier dann wieder nach unten weglaufen könnten. Unterstützung haben wir ja schon besprochen. Hier im Wochenchart bei 1,099248. Das können wir eigentlich hier für den Tageschart mit anwenden. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen was Interessantes. Wir gucken nochmal ganz kurz zurück, bevor wir hier im Stundenchart weitermachen, in den Tageschart. Wir sehen ja hier, dass wir so die Schübe nach oben bekommen haben. Haben wir ja gerade besprochen, an diese längerwierigen Korrekturen nach unten. Das heißt, eigentlich sind wir hier optisch eher mehr bullisch unterwegs. Ja, auch diese längeren Korrekturen, die dann relativ fix aufgekauft werden. Schauen wir aber jetzt mal rüber in den Stundenchart, und das ist ganz interessant. Sehen wir hier zwar auch Schübe, aber das ermattet dann relativ. Ja, also nach oben hin wird es ein bisschen schwieriger, und dann sehen wir, dass wir hier zügige Abverkäufe wieder bekommen. Ja, also hier zum Beispiel, dass er diese Kerze ausgemacht im Tagesschart mit dem Umkehrstab. Das heißt, hier Long und Short, also Bullen und Bären, die krabbeln hier sich noch so ein bisschen, die sind sich da noch nicht so richtig einig, wie wollen wir es denn weiterführen. Auch hier sehen wir nochmal, das was nach oben gegangen ist, das wurde direkt wieder nach unten abverkauft, das ging direkt wieder nach unten weg. Auch hier nochmal die Korrekturen, das war so shortseitig, war das eher belegt, das heißt, das war eher noch präferiert, aber so langsam hier zieht es dann nach oben ran. Auch hier sehen wir, das wird schon kürzer, diese schnellen Abverkäufe, die werden relativ fix wieder aufgekauft. Hier jetzt auch nochmal relativ fix nach unten gegangen, aber hier zieht es dann wieder nach oben an. Das heißt, das kann noch ein Momentchen dauern, bis die Bullen sich durchsetzen und dann dem Ganzen nochmal ein Stück weit mehr Schub verleihen. Also da müsste man nochmal so ein bisschen, meiner Meinung nach, ein Auge drauf haben, ein bisschen aufpassen. So würde ich es zumindest handhaben. So, schauen wir mal. Unterstützung auf der Unterseite eigentlich relativ fix zu erkennen. Wir sehen es hier. Wir haben hier übergeordnet jetzt mittlerweile den Aufwärtstrend. Auch hier sehen wir nochmal
dass die Bären ihr Bestes gegeben haben, also den Aufwärtstrend hier nach unten gebrochen haben, dann hier aber wieder weitergeführt, also wieder eher auf Long. Nächster Versuch, hier nach unten wegzukommen. Und auch das wurde dann wieder aufgekauft. Das heißt, wir haben hier übergeordnet Bewegung, Korrektur, Bewegung, den Aufwärtstrend, sind hier in der Korrektur. Mal schauen, ob wir da dann wieder rauskommen. Neues Tief ausbilden, das bleibt noch abzuwarten. Also erste Unterstützung war für mich aus zweierlei Gründen. Zum einen, wir haben hier die Korrektur, den gleitenden Durchschnitt, der von unten kommt. Leicht überkauft waren wir schon, aber da könnte noch ein bisschen kurstechnisch was gehen. Also Unterstützung hier erstmal bei 104,279. So, Widerstand auf der Oberseite. Ich sage es immer wieder mal zwischendurch, es lohnt sich, den Chart auch mal ganz klein zu ziehen. So wie hier. Und jetzt setzen wir das mal an, und zwar hier in diesen oberen Bereich als möglichen Widerstand. Schauen wir uns jetzt genauer an. Zunächst mal am eigentlichen Hoch, was wir momentan haben. So, grob, zack, hier in diesem Bereich. Und jetzt sehen wir hier im Chart aus der Vergangenheit heraus, eben aus der Zeit von Juni diesen Jahres, dass wir von hier Schub nach oben bekommen haben und dass dieser Widerstand hier angelaufen ist, worden ist und dann auch entsprechend dann Wirkung gezeigt hat. Wenn wir da oben, also über dieses Hoch, was wir jetzt ausgebildet haben, was jetzt hier angemarkert ist, nach oben rauslaufen, dann den nächstmöglichen Widerstand würde ich zunächst mal ansetzen wollen, hier grob im Bereich 10674. Soweit erstmal zu meiner Einschätzung rund um das Währungspaar Euro-US-Dollar. Wie das Ganze ausgeht, das bleibt natürlich am Ende abzuwarten. Zumindest haben wir uns erstmal vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenchart, im Tageschart und im Stundenchart. Denk aber bitte mal dran, alles, was wir hier im Chart zu besprechen und im Video besprechen, das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um eine persönliche Einschätzung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, den Kanal direkt zu abonnieren. Dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.